Hey. Man, I'm doing something different, they can't do what I do. Flying through the air, how could they walk in my shoes? I could flex some balls, there's breadless toast to the days. I was searching for some pennies on the road. Marjorie, ich bin wieder zurück mit einem neuen Video für euch. Das hier wird wieder ein Shein-Haul, aber diesmal zeige ich euch meine April-Favorites. Ich habe mir Artikel rausgesucht und werde sie euch heute präsentieren. Und ich habe natürlich wieder einen Rabattcode, den ihr anwenden könnt auf eurer nächsten Bestellung. Ich werde euch das versuchen hier einzublenden. Ansonsten könnt ihr einfach in meiner Bio oder meiner Beschreibung reinschauen. Da werde ich das auf jeden Fall reinschreiben. Und alle Artikel werde ich auch reinmarkieren, sodass ihr Zugriff darauf habt. Und ja, fangen wir direkt mit dem Video an. Also, ich zeige euch zuallererst dieses Set hier. Das besteht aus drei Teilen. Einmal aus diesem Cardigan hier, dann aus diesem Crop Top und dann aus meiner Leggings. Ich habe es genommen, weil mir die Farbe halt sehr, sehr gut gefällt und weil es in diesem Set halt auch diesen Cardigan gab. Und ich bin halt ein Mensch, ich mag es nicht gerne, körperbetonte Dinge anzuziehen. Vor allem, wenn es meine Leggings ist. Ich weiß nicht, es gefällt mir halt nicht. Ich fand es halt optimal, dass die halt noch so einen Cardigan dazu getan haben. Und ich finde halt für den Sommer ist es halt optimal. Weil ihr wisst ja, abends im Sommer wird es ja etwas kälter oder halt im Frühling, wenn es auch wirklich warm ist, dann hat man so eine Jacke, die man halt anziehen kann und die halt mega stylisch aussieht und auch wirklich zum Outfit passt. Und ich habe es in der Größe 36 genommen. Ich bin 1,65 Meter. So könnt ihr euch vorstellen, wie das halt an euch vielleicht aussehen könnte. Ich werde es mir auf jeden Fall auch noch in einer anderen Farbe bestellen, falls es das gibt. Ich werde es auf jeden Fall im Sommer anziehen, also zu 100%. Und halt im Bild könnt ihr ja entnehmen, wie es halt komplett aussieht. On to the next outfit. Also, und dann habe ich mich noch für diesen Zweiteiler entschieden. Das gefällt mir auch sehr gut, weil das halt auch sehr gut für den Sommer gedacht ist. Nur, ich habe es halt jetzt in der Größe M genommen. Ich habe M genommen wegen meiner Oberweite, weil ich mir gedacht habe, S könnte vielleicht etwas knapp werden. Aber nun sage ich, dass ich es bereue. Ich hätte eigentlich S nehmen sollen, weil es ist unten mega weit. Und ich kann dieses, also ich muss dieses Top hier mit einem BH anziehen. Ich habe es jetzt ohne an, aber es wäre halt besser mit, damit es halt wirklich sitzt. Aber hier ist es halt mega locker. Die Hose passt mir halt gut, nur dass es hier so, wisst ihr, so ein bisschen absteht, aber das ist eigentlich egal. Die Qualität ist halt auch mega, wie gesagt. Ich bin total zufrieden mit der Qualität von Shein und hier auf dem Bild könnt ihr natürlich sehen, wie das komplett aussieht. Und ich finde auch für den Sommer ist es optimal. Es ist nicht zu viel, ist aber auch nicht zu wenig. Also es ist wirklich perfekt für den Sommer. Deswegen werde ich es auf jeden Fall behalten. Ich habe es in M genommen, sodass ihr Bescheid wisst. Und ja, on to the next outfit. Und dann habe ich noch dieses Oberteil hier genommen. Ich fand das richtig schön auf dem Bild. Und ich wollte das unbedingt haben, weil die Mädels aus London haben das. Deswegen habe ich das auch genommen. Ich habe es jetzt in der Farbe beige und braun, kann man sagen, genommen. Oder Kupfer, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es in S genommen. Und ich finde es gut. Man könnte das eigentlich theoretisch gesehen noch enger zumachen. Nur ich habe es jetzt so gelassen. Auf dem Bild könnt ihr halt gucken, wie das halt ausschaut. Aber ja, es gefällt mir wirklich sehr und es ist auch nicht viel zu eng an den Armen. Es ist mega stretchy. Und ja. Und dann habe ich wieder hier einen Zweiteiler. Den habe ich auch in S genommen. Hier hat mir auch die Farbe sehr, sehr gut gefallen. Das ähnelt ja eigentlich meinem ersten Outfit. Und unten hat es halt Schlitze an der Seite. Die stören mich jetzt nicht. Und oben sitzt das halt auch wirklich gut. Ihr braucht kein BH. Ihr könnt eins anziehen. Aber, oder so ein Bandeau-Top könnt ihr eigentlich auch anziehen. Aber ich habe es jetzt nicht an. Sitzt gut. Es ist auch nicht durchsichtig oder so. Und vielleicht bestelle ich ihn mir auch in Schwarz. Nur mal schauen. Ich wollte eigentlich nicht mehr so viel an schwarzen Klamotten kaufen. Aber mal sehen. Dann habe ich mir diese Jeans hier genommen. Auf dem Foto sah das richtig schön aus. Die Frau auf dem Bild hatte das halt auch an. Ich habe ihn in zwei Farben jetzt gekauft. Einmal in einem dunkleren Blau und dann in einem was helleren Blauton. Die Frau auf dem Bild hatte diese Hose jetzt mit hohen Schuhen getragen und ich fand das halt sehr, sehr gut und ich wollte schon immer so eine Schlaghose haben. Mir persönlich gefällt die Hose. Nur, was ich hätte halt eigentlich 38 nehmen sollen, aber ich habe 40 genommen, weil ihr wisst ja, wie Zara ausfällt und ich dachte mir, okay, vielleicht, weil ich bei Zara 40 trage, High-Waist-Jeans, dachte ich mir, okay, nehmt ihr es bei Shein ihn auch, weil ich habe mir auch diese ganzen Bewertungen angeschaut, Bilder von Mädels, die geschrieben haben, wie viel Kilo die wiegen und was für eine Größe die haben. Und deswegen habe ich 40 genommen. Ich hätte auf jeden Fall 38 nehmen können. So sähe es besser an mir aus, aber es sitzt. Aber es könnte noch enger sitzen. Ich finde, solche Hosen müssen wirklich eng sitzen und ja, hier hatte ich halt ein wenig Freiraum. Deswegen denke ich mal, dass ich die Hose wahrscheinlich verkaufen werde. Also beide. Und ich werde sie mir dann halt nochmal neu bestellen. Aber halt in 38 jeweils.
Also ich habe es jetzt in 29 genommen, also es ist 40. Ich hätte 28 nehmen können oder halt 27, aber ja. Auf jeden Fall das zu meinen beiden Jeans. Das hier genommen, das ist halt ein Top. Es sieht zwar sehr schön aus, aber ich denke mal, ihr könnt schon sehen, dass es mir viel zu groß ist. Ich habe es jetzt in L genommen, weil ich dachte, dass es halt auch so ein stretchy Material ist, aber leider nicht. Ich habe es halt in L genommen, weil ich mir gedacht habe, okay, wegen meiner Oberweite. Aber ich weiß nicht, stattdessen haben die mir halt das hier geschickt und das ist mir halt viel zu groß. Mega, mega schade. Ich finde, das ist ein sehr schönes Oberteil. Hätte man sehr gut im Sommer mit einer Hotpants kombinieren können, mit einer High-Waist-Jeans kombinieren können. Ich werde es meiner Schwester schenken oder ich werde es zurückschicken und es mir halt dann erneuert bestellen. Aber dann halt in S oder in M. Das wäre viel zu groß. Dann habe ich mir noch zu guter Letzt das hier bestellt. Das ist halt ein Jumpsuit für zu Hause. Ich habe denselben auch in schwarz, deswegen dachte ich mir, nehme ich ihn mir jetzt auch in braun. Das Einzige, was mir hier nicht gefällt, das ist halt sehr durchsichtig. Man kann hindurchschauen, das heißt, man sieht meine Unterwäsche. Und das ist halt mega blöd, aber dadurch, dass es ja nur für zu Hause ist, ist es ja eigentlich ganz okay. Nur damit ihr Bescheid wisst, man kann hindurchschauen. Genau. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich habe euch alle meine Teile gezeigt und das waren meine April's Favorites. Ich werde euch alles in meiner Infobox reinschreiben, sodass ihr, wie gesagt, Zugriff habt auf alle Klamotten und die gegebenenfalls auch nachkaufen könnt. Vergesst nicht, meinen Code anzuwenden, sodass ihr einige sparen könnt, wenn ihr was bestellt. Und dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, falls euch das Video auch wirklich gefallen hat. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abonnieren freuen. Vergisst nicht, die Glocke zu aktivieren, sodass ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich ein Video poste. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Haul. Tschüss!